Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Polizei. Heute versucht der Bram abzuhauen, der da vorne in seinem weißen Auto sitzt, und wir sind die Polizei. Christian gibt die Ansagen heute. Ja, ich hab mir gerade überlegt, ob ich mich nicht einfach in die Bar setzen kann und ganz da gechillt einfach, aber... Das weiß ich nicht. Ja, ich bin ehrlich gesagt ein bisschen am Überlegen. Ich habe ja jetzt, Bram fährt weg. Ja, um das mal zu zeigen, das hier ist Bram. Oh Gott. Ich habe Sepp und Peter im Team, aber auch Jay. Und aus den Erfahrungen bisher mit Jay, sowohl aus dem Blindfahren als auch aus dem Wegfahren, bin ich am Überlegen, ob ich Jay einfach Anweisungen geben soll oder ob ich sagen soll, fahr einfach mal. Ja, du musst ihm Anweisungen geben. Vor allem müssen wir mal starten, es wird echt dunkel. Mein Polizeifucker ist mich jetzt schon am Dissen. Was soll das eigentlich? Wow. Okay. Christian, zähl runter. Okay, also Bram, deine Zeit. Eine Minute, ja, hast du. Läuft in 3, 2, 1, tschüss. Bis gleich. Genau, Richtung Süden. So, 15 Sekunden hat er noch. Der ist jetzt in Venice. Fahre schon mit den Hofern. Auf der Hauptstraße in Venice. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Abfahrt! Frage ist, wo sollen wir denn hin, Christian? Ihr fahrt alle links. Okay, over. Wenn ihr rauskommt. Over, aua. Das war schon nicht so gut. Erstmal zwei Unfälle von ist der drei. Erste davon. Ich. Peter, du fährst jetzt die erste rechts, die anderen zwei fahren geradeaus. Okay, over. Was hast du für eine lahme Karre hier? Ey, Sepp, wer willst mich verarschen? Was machst du mich denn? Alter, seid ihr behindert? Arbeitet mal zusammen. Alter, links, Peter, links. So, die anderen rechts. Rechts jetzt! Was? Okay, ja, dann ein bisschen spät. Da beide rein. So, Peter, ja, weiter geradeaus. Ein bisschen spät. So, ihr fahrt, Jay und Sepp, ihr fahrt einfach geradeaus durch. Ja, fertig. Peter, du fährst die nächste rechts. Oh, Bram kommt Jay und Sepp gleich entgegen. Peter, links. Links in die kleine Straße rein. Der kommt euch entgegen! Jay und Sepp! Der kommt euch entgegen! Jetzt seht ihr ihn! Da ist er. Hab ihn getroffen, aber nicht tot. Ja, Unfall! Ja, Unfall. Okay, Peter weiter geradeaus bis zum Ende der Straße, dann links. Da haben wir noch! Und nehme ich auch noch mit für das Ram. Nein! Da kommen mir zwei Leute entgegengeflogen, ey. Das war stark. Ah, herrlich, ey. Ja, die Zange einfach zu. Na gut. Ja, die Zange ist zu. Ich hab vergessen, die Zeit zu drücken. Ja, 2 Minuten 10. Da war ja hier Varo-Leistung. Aber er hat dann eigentlich ganz vielversprechend für dich angefangen, Bram. Wir waren eigentlich, sagen wir mal, 3 gegen 2. Ja, ich bin nicht sicher. Also die beiden, Sepp und Jay, auf jeden Fall haben nicht zusammengespielt. Der hat mich die ganze Zeit weggerammt. Ich hab dich halt überholt und du wolltest halt nicht drehen. Guck, du hast mich von hinten angeschubst. Wenn ich dich drehen wollen würde, dann hättest du dich auch gedreht, du Wurst. Ja, ist, weil ich dagegen gehalten hab. Ich hab dich mal dagegen gelenkt. Jo. Okay, Bram ist bereit, dann verpiss dich mal und deine Zeit läuft in 3, 2, 1, flüchte. Ja, diesmal flüchten wir vernünftig. In welche Richtung ist er? LOL, der ist von der Straße runter auf die Autobahn. Machen wir mal den Autobahn-Cruiser. Einer von euch fährt gleich rechts am Strand lang. 4, 3, 2, 1, go, go. Der erste, der rauskommt, fährt rechts, die anderen beiden links. Beim Gold. Oh. Der eine. Oh. Der eine Alter, dein Ernst! Weißt du, nicht war das? So, wohin muss der letzte? Links, ja, beide links. Klar. Ihr fahrt erstmal beide links. Ihr müsst ein bisschen hinterher. Jay ist auf, hier du, nämlich das Sepp, du bist mein Backup. Du fährst am Strand. Okay, wieso fährst du rechts? Ja, weil okay, du fährst am Strand entlang, weißt du, die Autobahn. Ja, die versuche ich gerade hinzufahren. Der fährt nämlich nach Norden. So, wer ist da als erster? Jay. Jay, du fährst schön geradeaus, dann wirst du links fahren, weil da ist Ende. Links, Peter kann auch. Kann ich dem hier in der Mitte nicht rechts entgegenkommen? Sofort wieder, beide. Okay, und gleich bis zum Gefängnis. Und dann machen wir einfach einen geilen U-Turn. Alter, Peter, was geht ab? Du fährst noch ein Stück. Du bist am Ende der Straße und dann rechts. Nice, Peter. Okay, also Richtung Mitte der Map fahre ich jetzt. Ja, du fährst Richtung Mitte. Du fährst zum Flugfeld. Bram ist immer noch im Weg, aber im Norden, der ist am Gefängnis. Okay. Leute, was macht ihr da? Gas geben! Ich sag doch, ich bin nicht das Links, Sepp! Du bist nicht am Ende der Straße abgebogen! Ja, ich kenne. Ja, ich weiß hier, wie. Also okay, jetzt rein. Einer sollte Gefängnis, glaube ich, machen. Der kommt euch entgegen wieder, Leute. Der kommt euch wieder entgegen. Wo ist der denn? Der hat umgedreht. Quatsch. Der kommt euch gleich entgegen. Guck mal, da der auf die linke Seite kommt. Der.
Der ist nicht mehr weit weg von euch. Ihr könnt ihn noch nicht sehen. Ich weiß nur nicht, ob er im Nee, der fährt nicht im Gegenverkehr. Der fährt auf der rechten Seite. Oh, scheiße, wir sind gerade beide auf die linke gegangen. So, es könnte sein, dass ihr den jetzt seht. Ich stelle mich mal hier ganz unauffällig am Rand. Kontakt! Wo? Wo ist der jetzt denn? Sehen? Da! Oh Gott. Ich hab ihn nicht! Er dreht sich um! Wohin fährt er? Der fährt wieder nach Norden! Peter, dir geben! Er fährt wieder nach Norden. Nein, er ist entkommen! Genau, Sepp, folgt mal der Straße. Also in die Richtung? Nee, der ist rechts abgebogen! Der ist rechts im Berg! Ja, ich hab's gesehen! Ich komm da nicht hinterher! Ich komm da nicht hinterher! Du fährst quasi okay, 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 Christian, okay, wo ja, geht ja, die Straße ja, lang? Wo die er fährt? Durch hier unten bleiben? Die geht nach Süden. Nee, die geht nach Süden. Okay, dann dreh ich um. Ja. Wobei, es kann doch sein, dass der dann einfach nach Norden wegfährt. Der muss ja nicht in die Straße sein. Oh, der fährt den Berg einfach hoch. Ja, genau. Sepp, du wirst die Absicherung nach Norden sein. Wenn du zur Autobahn kommst, dann positionier dich mal da. Soll ich stehen bleiben oder okay. Norden oder Süden? Bram bleibt da auch gerade stehen. Ja, Bram hat ein Problem. Oh, Mann, Peter, noch Felgen, Alter. Oh. Geil. War länger. Nice. Wir waren immerhin 3 Minuten. Fast 4. Gut, wenn ihr bereit seid, dann läuft Brams Minütchen zum Wegfahren. 3, 2, 1, tschüss. So, hier durch, easy. Ab dafür in die Stadt. So, wir fahren jetzt rechts rum. Der braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um sich auszurichten. Jetzt kommt er zu diesem riesen Autobahnkreuz, was ich mal unfassbar unübersichtlich finde. Jay. Fährt er erstmal geradeaus weiter. Der fährt in den Tunnel rein, jetzt, oder? Jetzt. Was macht er jetzt? Wie lange haben wir noch? 18 Sekunden. Jetzt. Der ist einfach straight gerade runtergefahren. Der erste wird rechts fahren an der Kreuzung. Der ist rechts. Ihr fahrt alle rechts. Der ist abgebogen nach Westen. So, 3, 2, 1, go, go! Wohin fahren wir denn? Ich glaube, ja, erstmal nach Süden. Okay. Ab so, auf die Autobahn! Schön auf die Autobahn. Ach, auf die Autobahn! Ja, die anderen ja, sicher. Okay, dann habe ich mich vertan. Wohin denn sonst? Das klar. Okay, jetzt fahren ja alle anders. Ja. Du hast gesagt, im Schnitt. Okay, Jay, du fährst einfach gerade durch. Gerade durch, komplett. Ja, okay. Peter, die nächste. Tarkov lässt grüßen. Geradeaus. Alter! Ja, rechts. Rechts? Wait, okay. Ja. Hier? Nee. Ja, ist richtig. Was ist denn hier die scheiß Rechtsstraße? Jay, fahren! Mir löst sich gerade mein Spiel auf. Was? What the fuck? Okay. Der ist jetzt im Westen. Sepp, der ist auf der Straße, die du nach Norden gefahren bist. Weißt du, noch um in die Mitte zu kommen? Ja. Ja. Nein, schon. Der Boden von mir ist weg. Jay, du fährst. Ich fahre über unsichtbare Wände. Was? Jay, du fährst die nächste rechts. Ich sehe überhaupt nichts mehr. Ich habe schon wieder ein Standbild. Sepp. Alter, mein Spiel löst sich immer mehr auf. Nee. Du fährst noch weiter geradeaus. Du fährst die nächste jetzt rechts. Okay. Das müsste auch eine größere Straße sein. Ja. Kann der nicht schneller fahren? Der ist viel schneller als ich. Ich kann nicht gerade. Oh shit. Wir haben technische Probleme. Ja, okay, Jay ist raus. Ich hab einen Baum. Okay, Sepp hat auch Probleme. Peter, du bist dein letztes Pferd. Links, Quatsch, geradeaus. Und jetzt die nächste rechts, Peter. Ja. Der ist den Berg ich muss mein Spiel neu starten. Das bringt oh, der fährt nix. Zu Hollywood. Der fährt zum Hollywood sein. Bestimmt, oder? So. Und ab dafür. Das sieht jo, gut aus. Weiter. Ja, what the fuck, der springt rechts. Einfach den Berg runter, wetten. Oh mein Gott. Rechts querfeldein, wenn du kannst. Okay. Ansonsten Sepp die nächste rechts. Das ist eine kleine Straße. Jay, umdrehen. Oh shit, ich hab Probleme. Querfeldein war gefährlich. Nee, ist egal, dann fahr geradeaus. Und die nächste rechts. Der Jay wäre jetzt perfekt, der könnte Bram jetzt wohin? Abfahren. Umdrehen, genau umdrehen. Und dann Vollgas, Jay. Du bist der am nächsten dran ist. Du könntest ihn kriegen. What? Der kommt nach Süden. Der kommt. Du fährst quasi quer nach rechts. Der kommt jetzt von links von dir. Da ist er. Der fährt jetzt bei dir auf der Straße. Bei mir? Einfach hinterher, ja. Du fährst ihm jetzt genau hinterher. Gib Gas. Alter, der ist viel schneller als du. Ja, weil ich halt nicht weiß, wo der ist.
Einfach Vollgas! Vollgas hinterher! Sobald du näher kommst, sag ich dir Bescheid. In welche Richtung fährt der, Straße. Damit ich weiß, fährt jetzt wieder nach Osten. Der ist jetzt gleich wieder im Casino. Jay, wieso bist du umgedreht? Ich bin nicht umgedreht. Oh. Der Lastwagen hat mich umgedreht. Da ist das Casino. Da ist das Casino wieder. Das sieht gut aus. Und Gas. Peter kommt von oh Gott. Links, oder was? Peter ist jetzt aktuell die Win-Condition. Alter, das war echt gerade ein krasser Fehler, ey. Das habe ich noch nie gehabt. Aber meine Karte hat nicht so schnell das Spiel neu. Peter, halt mal links. Okay. Nee, ich hab das Spiel nicht neu gestellt. Ich hab aber einfach wie soll ich das tun? Geblieben. Oder fahr einfach quer durch, dass du über der. Geronimo! Boah, Alter, alles gegeben hier. Alles klar. Ja, hier war Bram eine Brücke gerade. Nee, Bram ist an der gleichen Stelle, wo ihr den gerade gekriegt habt. Wer ist das? Jay, du fährst jetzt gleich rechts die kleine Berg Straße hoch. Ja. Der ist schon wieder auf den Berg hochgefahren. What the fuck? Rechts auf den Berg hoch, hier vor mir oder wo? Ja. Oder links? Ja. Nee, rechts. Oh nein. Oh nein! Hol ich auf oder fährt er weg? Ja, du holst auf. Der ist jetzt aber auch nicht mehr auf der Straße. Okay, der ist da rechts auf dem Berg von mir. Ja. Jay ist ziemlich nah dran. Jay, links von dir. Links, genau. In dem Bett. Der ist nicht mehr auf der Straße. Der steht. Halt! Du bist schon dran vorbei. Der ist jetzt genau, ja, vor dir. Du müsstest ihn irgendwie sehen. Ins Wasser! Komm schon! Schwimmen! Komm Bram, schwimmen! Sepp, ich weiß nicht, ob du kannst, aber wenn du... Was kann ich? Nein! Nein, ich hab mich auch festgefahren! Oh, ich bin in den Fluss gesprungen, ich hab den Jump da drüber nicht geschafft. Oh mein Gott! Ich dachte, wie nice wäre das bitte über den Fluss drüber? Ich glaube, ich habe euch im Winewap zumindest. Aber abgefahren, dass Jay dich dann gekriegt hat, nachdem Jays Spiel sich, ich zitiere, aufgelöst hat. Ja, also es hat sich wirklich aufgelöst. Ich hatte am Ende nur noch Palmen und sonst alles so grau. Wie hast du das denn gefixt eigentlich? Escape gedrückt, wollte eigentlich einem von euch nochmal neu joinen und dann. War weg. Hat es sich von selbst gefixt. Nice. Okay, Leute. Zeit läuft. In 3, 2, 1, go. Wo ist denn der? Der Weiße. Der ist der Weiße. Wegfährt. Der kleine Speeder. Zack. Als ob der einen Unterschied macht. Richtung Stadt. Also, ne, ihr fahrt auf die Autobahn erstmal Richtung okay. Stadt. Wobei, vielleicht fährt einer hier, weißt du, die Brücke, die ihr hier seht. Der will da wieder nur tricksen. Da ist auch eine Straße. Oh, stimmt. Mit der, Straße, die Brücke kommt, kannst du bis nach Westen durchfahren. Ja, dann mach ich. Der erste fährt, okay, dann macht das Sepp. Alle. Ja, der fährt auch nach Westen wieder. Der ist die Autobahn gefahren und jetzt auf dem Weg nach Westen. Machen halbe wir Minute alle. Ist rum. Dann fahren wir auf die Bahnschienen und fahren den Bahnschienen entgegen. Durch das ganze Gebirge durch. Das ist der Plan. Ne? Also nicht auf die Autobahn, sondern oben. Aber wenn der Richtung Wendisch fährt, müssen dann wir folgen, doch eigentlich bis nicht einer mehr geht. Dann kommt ihr am Golfplatz aus. Dann fährt er nachher die westliche Autobahn, oder? Sollten wir da nicht einen in die nördliche Autobahn schicken? Ja. Ja, der fährt tatsächlich die westliche Autobahn. Okay, Jay, du fährst Autobahn. Die nördliche Autobahn. Los geht's. Wir sind schon 5 Sekunden drüber. Oh, Scheiße. What? Nice. Ah, wir geben ihm einfach 5 Sekunden länger. Okay, Jay da 9, die anderen beiden voll Karate. Wieso schickt er Jay? Wie ich halt einfach direkt gegen die Bande gefahren bin. Also Peter und Sepp, die Straße könnt ihr komplett durchfahren. Dann ja, ihr wir fahrt ballern. Auch eine Kurve am Ende, da müsst ihr dann rechts. Ich bin gerade am überlegen, ob am Ende der Straße einer die Straßen, die ihr beide schon gefahren seid, um die Mitte zu kommen und einer quasi am Strand weiterlangfährt. Ja, ja, ich glaube, so machen wir wichtig das. Wichtig ist nun der Call, ob er weiterfährt über ja, den ja, ja, der ist, oder der ob ist er abbiegt zum Mount. Ja, oh, ja, ja. Rollerfahrer! Der ist immer noch an der Straße, der ist jetzt da, wo Malibu ungefähr ist. So. Immer noch alles ganz easy. Peter, du fährst jetzt rechts und dann wieder rechts. Dann fahr Sepp, ich am fährst Strand rechts entlang. Und fährst geradeaus und fährst den Strand entlang. Ja, okay. So. Also Bram ist jetzt erst auf der Hälfte da, wo man auskommen würde. Mal gucken, ob er sich entscheidet, in die Mitte der Map zu fahren.
Ne, der fährt weiter nach Norden. Okay. Ja. Und jetzt gleich hinter Meriwether biegen wir rechts ab. Kann gerade nicht. Beim Militärgelände müsste der jetzt sein. Ja, okay. Na, ein ganzes Stück vor uns. Ja, also Sepp, Vollgas hinterher. Peter, du kannst auch fahren bis zum Nimmerlands. Wenn du am Ende auskommst, kannst du, glaube ich, links fahren. Der ist nicht in die Mitte gefahren. Jay, du fährst komplett durch. Du fährst Boah, Alter, das ist so würzig, wenn man diese Burger gemacht hat. Könnte sein, dass er auf dem Weg zum Mount Kiliad ist. Ja, können wir auch vorstellen. Ja, habe ich auch gerade gedacht, witzigerweise. Ich glaube, der fährt Mount Kiliad. Die Strecke nimmt. Der fährt auch immer noch weiter die Autobahn. Fuck you, Jay. Also jetzt gerade nutzt der ganz gut aus, einfach wegzufahren. Und mit der einen Minute... Ja, der will mal also mehr als 6 Minuten Mount Kiliad machen. Mount Kiliad oder nicht? Da ist er noch nicht. Oh, fuck. Okay, jetzt bleib ich erstmal stehen, weil ja, ich Ja, mach mal. Bleib mal stehen. Also ich meine, wenn er weiter geradeaus fährt, kommt er dir sowieso. Ja, okay. Jetzt gleich sind wir da. Dann call mir das, sobald es ist, ne? Ich bleib jetzt hier stehen. Der ist jetzt da, wo wir Richtung Taxistrecke uns immer aufstellen. Gott. Naja. Das ist ja ein ganzes Stück noch. Alter, ist ja richtig geballert, die Sau. Ja, der ballert gerade richtig. Da kommt Peter, ich seh ihn. Ja, der Jay, du musst gar nicht die Maul. Oh, Peter! Moin. Oh mein Gott! Der hat umgedreht, der hat Probleme. Der hat sich gemault. Okay. Dann da hoch? Jay, du fährst einen super Weg. Folgt dir weiter. Ja. Du musst gar nicht Maximum fahren. Okay, fahr ich die Strecke, Christian? Alter! Ja, fahr dir mal weiter. Dreh dich um, Wagen! Nee, fahr ich gleich da Mount Kiliad hoch, oder was? Nee, der ist nicht am Mount Kiliad hoch. Der ist diese Taxistrecke gefahren. Ja, meine ich ja. Soll ich die gleich reinfahren? Bin ich schon an der Taxistrecke vorbei? Die kommt gleich, oder? Ich sag euch schon mal, hier rechts müsst ihr mir hinterher zu fahren. Ich weiß gerade nur nicht, wie wir den Weg abschneiden können. Da ist Jay gerade unser bestes Pferd im Stall. Ah ja, stimmt hier. Nee, oh, ich muss mich kratzen. Nee, ihr müsst da weiterfahren. Der ist im Tunnel. Der ist auf den Gleisen. Der fährt den Zug. Der fährt Richtung... Oh Gott, umdrehen. Ah, endlich. So, der Zug ist gerade drum. Ja, kann ich nicht am besten... Ja, fahr mal links. Oh Gott! Wer fährt links? Also, Peter fährt geradeaus weiter. Also Peter fährt weiter, okay. Scheiße. Oh Gott! Ja, Sepp, du kannst versuchen, da auch hinzukommen. Easy peasy. Oh Mann. Und hoch da. Und weiter hoch. Nein. Wieso ist das denn ein Busch, gegen den man gegenfahren kann? Ja. Nach der Brücke? Das ist wie eine große Tarkov-Map hier. Der hat die Gleise verlassen. Der fährt querfeldein Richtung Mitte der Map. Noch nicht, Peter. Wenn du über die Brücke bist, die nächste links. Leute, ja, da kam ich gerade her. Oh Mist! Wieso ist der Hardyline 1989? Den fährst du gleich drauf, Peter. Jetzt links. Okay, Bram ist wieder umgedreht. Der fährt wieder zurück zu den Gleisen. Jay, du bist super! Geradeaus weiter. Guck mal, dass du nochmal links rüberkommst. Du bist parallel zu der Straße, wo der ist. Nein, das sind jetzt Steine. Nicht gut. Komm schon. Uff. Rechts auf die Straße, ja genau. Du hast doch gesagt, ich soll die jetzt Straße wechseln. Ja, aber links rum. Jetzt fährst du ihm genau entgegen. Okay. Ich bin jetzt auf den Gleis. Ja, du fährst dem genau entgegen. Du musst mir sagen, wann ich ihn treffe. Der hat die Gleise verlassen. Der hat die Gleise verlassen. Ich glaube, der hat dich gesehen. Und den U-Turn. Und den Zug hinterher. Jay, du fährst ihm jetzt hinterher. Er hat wieder umgedreht. Also er fährt von dir weg. Wer ist er denn? Leute, das ist Bram. Aber auf den Gleisen. Wieso sehe ich zwei? Okay, Sepp, hinter dir, umdrehen. Oh, was? Hinter mir? Ich sehe Jay auf den Gleisen. Ja, ist an dir vorbei. Ja, Jay Hallo, fährt Peter. Bram hinterher. Was mache ich? Sepp, links. Kommst du auf die Gleise? Ich drehe gerade um. Ja. Ihr könnt ihm den Weg nicht abschneiden. Die Gleise sind über den Straßen. Da sind sie, sind auf den Schlichtchen.
Der gewinnt aber Abstand zu Jay. Mehr schneller kann ich nicht. Ich mach gerade keine Fehler. Ja, ja. Wieso warst du runter von den Schienen? Ich komm Jay näher. Hä? Komm irgendwem hier vorne. Wie kann es denn sein, dass du mir näher jetzt kommst? Nicht mehr. Nur gerade, als du halt vom Weg abgekommen bist. Oh shit, das ist die Miststelle hier. Abgekommen. Oh mein Gott. Also wäre richtig schlecht, wenn jetzt Jay einen Unfall baut und den Weg für die anderen. Okay, Bram hat irgendwas gemacht und ist von den Gleisen wieder runter. Und ab über den Berg. Nach dem Tunnel, okay. Links, links. Links und nochmal links, sobald ihr könnt. Jay, links und wieder runter. Ach, der ist am Sägewerk? Oh mein Gott! Fährt er jetzt am Chiliad hoch? Nee, der ist jetzt auf der Straße Richtung See. Der hat euch ausgetrickst. Was? Auf welcher Straße? Links welcher Straße und dann Richtung runter. See? Links und nach Süden. Nicht nach Norden fahren. Jay, du musst nach Süden. Ja, dann lass mich doch die Schienen, ja, lass mich doch die Schienen wieder zurückfahren, Christian. Genau, kannst du auch machen, aber der ist auf der Straße und ist nördlich vom See. Hä? Hä? Der hat die Straße genommen. Ich sehe halt nur die Linie, die da ist. Okay, Alter. Mehr kann ich dir nicht sagen. Ihr müsst der nach ist nicht Süden. Am Meer. Nein, Süden Richtung See. Ja, aber der Süden, See ist von mir aus. Ja, okay, aber das ist der beste Weg, sonst muss ich ja komplett über den Berg rüber. Okay, Bram ist auf dem Weg nach Süden. Der ist jetzt wieder Süden. Mann, ich überschlag mich die ganze Zeit! Uff. Kriegen wir schon hin. Also, wie ihr jetzt da wieder hinkommt, ihr müsst gucken, dass ihr in die Mitte der Map kommt. Was ist denn hier Formel 1-Wagen, Jay? Ja, da ist irgendein Spacken gejoint. Ich weiß nicht ganz, wie er das gemacht hat. Das frage ich mich auch. Ignoriert ihn einfach. Okay. Peter, links, wenn du kannst, runter von den Gleisen. Hey, dring ihn rein. Bram ist stehen geblieben. Querfeld ein, leider. Alter, wie schnell der ist. Ja, Bram ist stehen geblieben und dreht die ganze Zeit um. Ja, super. Oh shit, Jay. Nördlich von dir ist Bram. Danke, Sepp. In der kleinen Hippie-Siedlung oder was das ist. Oh, lol, dann bin ich da relativ nah dran. Okay. Und da kommen wir drüber, wa? Oh, Shitty McTitty! Mastert Peter! Jetzt rammt der Dulli-Bert ja, mich ich hier. Ich glaub, ist von der Straße abgekommen, der Bram. What the fuck? Jetzt gibt der ist wieder auf der Straße. Der mich. Nee, der ist unter der Brücke, ist der. Ja, ist klar. Wo denn eigentlich? Unter der Brücke ungefähr? Ich bin gerade. Dave fährt über. Sepp ist lost. Sepp war links. Wo ist er hin? Der ist ausgestiegen. Wo ist er hin? Der schwimmt im See dann. Lol. Als ob er im See schwimmt. Peter, schießt mal nicht auf mich! Ja, doch. Ich muss mal auf dich schießen. Warte mal. Ich muss kurz die Waffe wechseln. Da vorne schwimmt er. Alter, das ist oh, nein. Kommt sehr angefahren. Vielleicht sichert der sich noch. Wo bist du hin? Geld. Er taucht! Er hat die Taste zum Tauchen gefunden! Er kann wieder nicht hochsteigen. Das heißt, er trinkt. Ich treffe ihn einfach nicht! Alter. Ja, ist der denn? Fahr mal weiter. Ich fahr ohne Straße! Stehen bleiben. Jay, wenn du da links gleich auf der linken Seite die Hippie-Siedlung siehst, da ist er. Christian, wo muss ich gleich hin? Die anderen schießt schon auf den. Fahr mal weiter. Ich sehe ihn nicht mehr, ich weiß nicht, wo er ist. Ah, da hinten, er ist auf dem Strand. Gleich wieder halb links abbiegen, Sepp. Ja. Als ob er sich ein neues Auto gesnackt hat. Ich hab ihn! Nee, Peladin! Okay. Nice. Alter! Das waren 12 Minuten 20. Alter, ey. Oh, puh. Gott, Das war crazy. Das war nicht schlecht, vor allen Dingen also auf die Gleise. Als du von den Gleisen runter bist. Ja, da war einer neben mir, ich hab den gehört. Also die haben dich verfolgt irgendwann und da warst du Richtung Norden unterwegs auf den Gleisen und bist abgebogen von den Gleisen runter, dann nach Süden gefahren und bist auf irgendeiner Straße oder so gelandet. Und das war schon gut. Ja, da ist das Chaos ausgebrochen. Das war eine lustige Session. Ja, das war wieder eine schöne Folge GTA Online Challenge. Wir sind die Polizei gewesen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zuschauen. Wir hatten Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss. Ciao.